willkommen mit einer weiteren Aufnahme Blended Zeit 2 zusammen mit Markus und Loki heute. Hallo. Futo ist aktuell noch ein bisschen im Lernstress und darum nehmen wir jetzt mal zusammen auf hier noch abends mal so die letzte Stunde vom Emmerich Alarm. Aktuell haben wir 42%, sieht also ganz gut aus für uns. Schauen wir mal, was draus wird. Töbefunk sind wir auch. Ja, ausgeglichen. Nee. Und ich bin KD-technisch 4 aktuell positiv. Mal gucken, was es am Ende ist. Seid ihr? Kannst du uns... Ich weiß nicht, welche Tiere ich jetzt hier machen kann. Warte, ich guck gleich mal, wenn ich hier irgendwie eine Stimme gefunden habe. Welchen Blades seid ihr? Emmerich, Alamos. Gut. Ja, weiß ich doch nicht, wo der ist. Achso, ja, du bist ja noch nicht angelockt wahrscheinlich. Ne? Nee. Also ich bin noch ladet. Oh, jetzt pushen sie uns. Und wir verlieren den Bohrer. Gefällt nicht, dass wir den Bohrer verlieren. Bist doch bohren. Aber den Bohrer halten wir nicht mehr, aber NKA sind, verteidigen wir dann, weil das ist die 3-Punkt-Base, die kriegen die nicht. Das heißt, aktuell können wir noch Luftdog Sellers angreifen und danach müssen wir dann halt zu Arsenal hoch. Ja, heute habe ich mir mal vorgenommen, wie gesagt, ich muss dann auf den Duschen zu gehen, weil ich meinen Antipersonengeschütz mal wieder ein bisschen weiter trainieren will. Und das ist bei 5 Verteidigungskämpfen, wenn man Duschen halt doch recht schnell gemacht. Boah. Boah, ne, es sind zu viele. Kannst vergessen. Kannst vergessen. Alles klar. Alles klar. Okay, die Base kannst du vergessen. Ja. Lieber zu Subterranen, dann die alle. Ja, das habe ich auch gerade überlegt, ob wir dahin gehen oder ob wir oben in Kaasinnen verteidigen, weil ich denke, da wird auch gleich ein ziemlich großer Push reinkommen. Und da, wenn du mal gespawnt campt bist, bist du halt gespawnt campt auf Arsenal, ne? Ja, weil da 96 plus Leute, ne? Ja, okay. Wir gehen hier rüber. Hast mich überredet. Ja, wir bohren noch in der Gegenspace 24 bis 48 und dann noch NKs in der 96 plus. Ja. Das ist ja irgendwie ein bisschen übertrieben. Dann machen wir paar auch keinen Unterschied mehr. Nee. Von unten? Ja. Ja. Hey, Damage. Okay, es ist...
Ja, geil, da schießt wieder ein Verbündeter auf eine Annäherungsmine und sprengt uns alle in die Luft. Profi. Einfach über nur Lächers, Alter. Oh, jetzt kommen die Nexus hoch. Alter, was jetzt los? Alter! Man hat gar nichts mehr gesehen irgendwie. Und ich wurde von den Verbündeten erschossen. Doch, ich sehe wieder was. Oh, jetzt. Ja, aber nur noch 30 Sekunden, das halten wir jetzt noch. Oh, mein Geschütz jetzt schon ums Eck gestellt. Geil, wir können nicht runtergehen. Die beste Zeit, nachdem wir unten sind. Das schaffen wir nicht. Die verrennen uns gerade heftig. Aber die Restnates kommen. Geil, 10 Sekunden. Jetzt explodiert alles. Nein, wieder mal so wenig, oder? 10 Sekunden, ja. Ah, fuck it. Weil die ein Schild aufgebaut haben. Okay, Araxi kann Substation verteidigen. Microphone muted. Microphone activated. What? Lol. Ich wurde gefickt. Ich gerade eben werde ich böse von hinten geraped. Ja, und der Base, glaube ich, kriegen wir jetzt dann auch ein Problem. Lass den Teleporter nehmen. Microphone muted. Guys, I wanna have all of you to use the teleporter. Use the teleporter, guys. Microphone activated. So, wir probieren es nur über den Teleporter und komplett außen rumlaufen. Vielleicht geht damit ja irgendwas. Alter. Da drüben läuft doch irgendwo einer auf der anderen Seite von dem Busch. Hä? Jetzt hat mich irgendeiner von der anderen Seite abgeschossen. Von der Mauer oben wahrscheinlich. So, ah, wir werden wiederbelebt. Alter, was haben die hier? Hä, was ist das? Ja, keine Ahnung, ich habe auch Schüsse aus dem Nichts bekommen. Ne Pulser und ein Spitfire. Hä, von der Wand aus oder was? Ich glaube, die Gegner rendern gar nicht. Irgendwie. Irgendwie will uns das Spiel trollen. Schieß von irgendwo, keine Ahnung. Okay, wir haben einen gegnerischen Sanderer gesprengt. Ich habe mit meiner Granate noch einen Kill gemacht. Wir haben nur noch 40 Sekunden da hochzukommen, das packen wir nicht. Ich bin da oben viel zu, gut drin verkämpft. Ich habe mich hinter sie geschlichen, schieße einen in den Rücken und bekomme dafür nur einen Assist. Ja, läuft. Die haben sich viel zu gut verkämmt. Ich probiere es mal mit dem Stalker-Spion und dem One-Hit-Messer. Alter. Battle-Shoes, was denn sonst? Alter, bin ich einfach verloren. So aus. Alter, die Stämme.
Alter, ich habe zweimal ins neben ihn geneift. Wie geht denn das? Mein Messer ist zweimal durch ihn durchgeflogen und es ist ein One-Hit-Messer.